Eigentlich wollte ich die Aufnahmen, die jetzt kommen, quasi als so ein Live-Vlog direkt vom Ebertpark aufnehmen. Leider war am Drehtag aber sehr starker Wind und da ich immer noch nicht so ein Puschelmikro habe, weil ich das ja immer noch vom Hirashi bitte, da mir mal eins zu holen, hat das komplett die Aufnahmen kaputt gemacht und das ist einfach nur unschön. Deshalb will ich jetzt kurz ein paar Takte sagen, bevor ich euch die Aufnahmen, die man hier hinter mir quasi auf meinem Computer sieht, zeige. Und das, was im Moment in Ludwigshafen abgeht, ist nämlich für Straßenbahnfans oder auch Leute, die interessant finden, wie Raumplanung funktioniert, sehr spannend. Denn aktuell ist die Hochstraße Süd in Ludwigshafen gesperrt und wird auch in absehbarer Zeit abgerissen. Denn es gibt sehr, sehr krasse bauliche Mängel bei den verschiedenen Brückenbauten. Zwar ist die Konrad-Adenauer-Brücke von Ludwigshafen rüber nach Mannheim noch befahrbar, aber ab dem Ende der Brücke ist die komplette Hochstraße gesperrt. Dadurch ist für Straßenbahnen außer über den Tunnel des Ludwigshafener Hauptbahnhofs Rhein-Gönnheim nicht mehr erreichbar. Sodass es nur noch sehr wenige Linien gibt, die nach Rhein-Gönnheim fahren, und das eigentlich nur während der Rush-Hour. Des Weiteren gibt es keine sonstigen Linien mehr, die in irgendeiner Form die Hochstraße Süd passieren. Deshalb müssen alle Straßenbahnlinien in Ludwigshafen im Moment über die Kurt-Schumacher-Brücke nach Mannheim fahren. Das führt zu einer ganz interessanten Situation, dass man am Ebertpark in Ludwigshafen sehr viele Straßenbahnen auf einmal antrifft. Und die ist echt überfüllt. Das hat es seit 15 Jahren, seit die offiziell stillgelegt wurde, in dieser Form nicht mehr gegeben. Und es ist spannend, wie diese Endschleife wieder eine so große Bedeutung bekommt. Aber ein ganz anderes, weiteres Phänomen, das man aktuell beobachtet, ist, dass aufgrund des beachtlichen Verkehrsaufkommens in Ludwigshafen wieder alte Straßenbahnwagen der Düwag-Baureihe in den Verkehr aufgenommen wurden, die im Moment eigentlich kurz davor waren, ausgemustert zu werden und höchstens noch als Ersatzfahrzeuge zur Verfügung stehen. Denn weil eben die Hochstraße nicht mehr nutzbar ist und es viel schwerer ist mittlerweile schnell nach Mannheim zu kommen, gibt es eben mittlerweile ein viel größeres Verkehrsaufkommen wie sonst, insbesondere Richtung Oppau, sodass mittlerweile Züge auf der Linie 7 vom Ebertpark nach Oppau mit alten Straßenbahnwagen eingesetzt werden. Des Weiteren ist der einzige Verkehr, der im Moment noch Richtung Rhein-Gönnheim per Straßenbahn stattfindet, neben der Buslinie 6 eben der Verkehr zur Rush-Hour mit diesen alten Straßenbahnzügen. Und was ich an interessanten Erlebnissen mit diesen alten Straßenbahnzügen hatte, das möchte ich euch in diesem Video zeigen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal und möchte euch die jetzt nachfolgenden Aufnahmen ans Herz legen. Vielleicht sieht man den einen oder anderen von euch demnächst mal in einem solchen alten Straßenbahnwagen oder sonst wo in Ludwigshafen. Ich sag damit Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao!